alles, was ihr zu Linkscha wissen müsst, hier in diesem Video. Ich durfte für euch auf den Creator Experience Server, um sie für euch auf Mark und Bein zu testen. Heißt, es kann aber noch einiges ändern, wenn sie offiziell released wurde. Linkscha ist eine Supporterin, die heilen kann, Folgeangriffe auslösen kann, die Gegner debufft und eurem Team Debuffs vom Gegner löschen kann. Sie ist vom Element Feuer. Kommen wir zu ihrem Kit. Ihr Angriff macht Feuerdamage basierend auf ihren Angriff. Also damit ist der Angriff in ihren Stats gemeint. Ihr Basisangriff hat einen Bonus aus den Spuren, und zwar wohlriechende Schwaden. Macht ihr den Basisangriff, so bekommt ihr mit dem aktivierten Bonus aus den Spuren 10 Punkte Energie für eure Ulti. Kommen wir zur Fertigkeit. Mit dem Skill macht sie allen Gegnern Feuerdamage in Höhe ihres Angriffs und heilt alle Mitglieder im Team, basierend auf ihrem Angriff. Zudem rückt Fu Yuans Aktion um 20% vor. Das ist ihr kleiner Hase, der Angriffe macht. Gleich mehr über Fu Yuan noch beim Talent. Kommen wir zu Ulti. Die Ulti gibt den Gegnern einen Debuff namens Benebelt. Dadurch erhalten sie 2 Runden lang mehr Brucheffektschaden. Und die Ult macht Feuerschaden basierend auf Linkschas Angriff. Zudem heilt die Ult alle Mitglieder im Team basierend auf Linkschas Angriff. Und Fu Yuans Aktion rückt um 100% vor. Kommen wir zu dem Talent. Ihr Talent ist ihr Hase Fu Yuan. Macht man den Skill, so beschwört man den Hasen mit einer Aktionsanzahl von 3. Zudem wird ein Debuff von allen Mitgliedern im Team entfernt. Mega gut. Und heilt alle in Höhe von Linkschas Angriff. Bei Fu Yuans Aktion führt er einen Folgeangriff aus, der allen Gegnern Schaden zufügt, basierend auf dem Angriff von Linkscha. Und obendrauf macht er noch einem Gegner extra Schaden. Der wird zufällig ausgewählt, es wird aber bevorzugt, wenn der Gegner eine Zähigkeit von mehr als 0 hat und einer Feuerschwäche. Dann wird der angegriffen. Die Aktionszahl von ihrem Hasen Fu Yuan kann bis zu 5-mal stacken. Ist er auf 0 gefallen oder stirbt Linkscha, verschwindet der Hase. Solange der Hase aus dem Feld ist, erhöht Linkschas Skill die Aktionsanzahl von Fu Yuan um 3. Das heißt, ihr beschwört den Hasen mit ihrem Skill, dann hat er eine Aktionsanzahl von 3. Und wenn sie den Skill macht, bekommt der Hase halt immer wieder seine Aktionsanzahl aufgefüllt. Das heißt, immer schön Linkschas Skill machen, damit der Hase da bleibt. Ihr Talent hat zudem 2 Boni aus den Spuren, wenn man die freigeschalten hat. Erstens Rote Flamme, das erhöht den Angriff und die Heilung basierend auf ihrem Brucheffekt. Zweitens Resthitze, wenn der Hase auf dem Feld ist, macht er einen Folgeangriff, wenn irgendein Mitglied im Team Schaden bekommt oder HP verliert. Die Bedingung dafür ist aber, dass einer der Teammitglieder nur noch 60% HP oder weniger hat. Der Angriff verbraucht dann aber keine Aktion des Hasens, also ist free. Nach 2 Runden kann der Effekt erneut ausgelöst werden. Löst man die Technik außerhalb des Kampfes aus, taucht der Hase, wenn man den Kampf betritt, sofort auf und gibt den Gegnern direkt den Debuff von Linkschas Ult, also benebelt. Der hält dann 2 Runden lang an. Kommen wir zu ihren Spuren. Als erstes sollte man das Talent hochleveln, als zweites dann die Ultimate-Fähigkeit, also die Ult. Als drittes dann die Fertigkeit bzw. den Skill. Und als letztes den Basisangriff, den braucht sie nicht so doll. Von den Boni solltet ihr zuerst Rote Flamme freischalten, als zweites dann Resthitze und zum Schluss wohlriechende Schwaden. Und hier bei den kleinen Dingern, da solltet ihr auf Brucheffekt gehen. Das findet ihr hier, dort, hier, da und hier. Starten wir jetzt mal mit den Stats der Relikte, also welche Stats ihr auf Körper, Schuhe, Kugel und Seil braucht. Denn egal welches Set ihr benutzt, die Stats sollten immer gleich sein. Und zwar auf dem Körper braucht ihr Heilung Prozent, auf den Füßen Geschwindigkeit, auf der Kugel Angriff Prozent und auf dem Seil Energiereck Prozent oder Brucheffekt Prozent. Die wichtigsten Substats der Relikte sind Brucheffektprozent, Geschwindigkeit und Angriffprozent. Am Ende sollte Linkscha einen Brucheffekt von 200% oder mehr haben und ihre Geschwindigkeit sollte bei 160 oder mehr liegen. Kommen wir zu den Relikte-Sets. Da könnt ihr 2er Boote im Hackerspace mit 2er Dieb des fallenden Meteors kombinieren.
Ansonsten könnt ihr auch das Viererset Dieb des fallenden Meteors benutzen. Oder ihr kombiniert eiserne Kavallerie gegen die Plage mit Dieb des fallenden Meteors. Beim Planerset könnt ihr Talia, Königreich der Banditen, nehmen, Schmiede der Kalpagni-Laterne oder Penacony, Land der Träume. Kommen wir zu ihrem Lichtkegel. Am besten eignet sich da ihr Signature Light Cone, also ihr Lichtkegel, den man mit ihr zusammen pullen kann. Das erhöht den Brucheffekt. Wenn man mit der Ulti angreift, bekommt der Gegner für 2 Runden lang einen Debuff namens Sorglos, wodurch der erlittene Schaden erhöht wird. Und beträgt der Brucheffekt von Ling Xia 150% oder mehr, so bekommt der Gegner noch mehr Schaden. Ansonsten eignet sich noch Sache der Wahrheit. Das erhöht auch den Brucheffekt von Ling Xia und nach dem Standardangriff würde sie damit HP bekommen. Dann geht auch das Standard 4-Sterne-Buch für Supporter, welches die Energie-Regenerationsrate erhöht und die Heilung der Ultimate. Habt ihr wirklich gar nichts davon, geht auch das 3-Sterne-Buch. Aufschwung, nach einem Standardangriff wird dann die nächste Aktion des Trägers vorgezogen. Kommen wir zu den Eidolons. Da ist E1 ganz gut, das ist schon mal Free-to-Play freundlich. Das erhöht nämlich die Schwächebrucheffizienz und erleidet der Gegner einen Schwächebruch, so wird seine Verteidigung auch noch verringert. Dann ist E6 sehr effektiv, denn ist der kleine Hase auf dem Feld, so wird der Widerstand aller Typen der Gegner um 20% reduziert. Zudem darf der Hase öfter angreifen, beziehungsweise macht 4-mal Schaden bei zufälligen Gegnern und reduziert den Widerstandswert um 5 Punkte. Dann ist E2 auch ganz gut, denn beim Einsetzen der Ulti wird der Brucheffekt aller Verbündeten im Team für 3 Runden erhöht. Kommen wir zu der Teamaufstellung. Ling Xia eignet sich in einem Team mit Falk Xiano, die konnte man davor pullen, Topaz und Robin. Für einen super Break-Effekt-Team kann man auch Ling Xia zusammen mit Glühwürmchen spielen, dem Trailblazer und Ruan Mei. Wenn ihr das nicht habt, geht auch Ling Xia zusammen mit Falk Xiano. Ich sag immer den Namen, glaube ich, falsch. Heißt sie Fai Zhao? Ja, kein Plan. Ich habe mir das jetzt irgendwie falsch angewöhnt. Mose und Xiao Qi. Die Namen wirklich, es tut mir so leid, ja, ich kann die nicht aussprechen. Bitte macht mich nicht fertig dafür. In Pure Friction eignet sich auch ein Bruchteam mit Ling Xia zusammen, mit Jade, Himeko und Robin. Für mehr Guides lasst gerne ein Abo da oder schaut mal bei mir auf Twitch vorbei. Wenn ihr mich und meinen Content supporten möchtet, dann könnt ihr jetzt Kanalmitglied werden. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Ein besonderer Dank geht hier an meine Stufe 3 Kanalmitglieder. Dragon, Blutengel, Dr. Türknau, Dönerente und Complex Reigns. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da oder schaut bei mir auf Twitch vorbei. Ich würde mich sehr freuen.